Hallo, ihr Lieben. Ja, ein Live-Video von mir von einer kleinen Pause auf der Heimfahrt. Ich bin gerade am Comersee. Und natürlich fängt es an zu winden im Hintergrund, aber ich bin mir sicher, ihr hört mich trotzdem gut. Sucht und Zwang. Sucht und Zwang, das ist das Gleiche. Habt ihr euch schon mal überlegt, wieso Sucht und Zwang überhaupt da ist, wieso wir als Menschen in unserem jungen Design, wir uns Sucht und Zwang herkreieren, warum das attraktiv ist, in Anführungszeichen, warum immer mehr Menschen oder warum viele Menschen Süchten und Zwängen verfallen, weil wir uns damit Erlaubnisgeber für einen Sprung ins Divine Design schaffen. Das ist natürlich eine ganz unbewusste Geschichte, die da abläuft. Aber unser natürliches Zuhause ist unser Divine Design. Da sind wir zu Hause, da kommen wir her, da wollen wir hin, da wollen wir sein, da wollen wir leben. Nochmal, Divine Design bedeutet ein Zustand, ein Seinszustand, in dem es keine Grenzen gibt, in dem Fülle herrscht, in dem absolute Bedingungslosigkeit herrscht, in dem Liebe herrscht, in dem Unterstützung herrscht, in dem absolute Perfektion herrscht. Und ich bin dieser Mensch, der dort herkommt, der sich verloren hat im Divine Design, im Human Design und jetzt wieder zurück nach Hause findet oder zurück nach Hause gefunden hat. Und das ist mein Weg nach Hause. Und ich bin hierher gekommen, weil ich immer schon wieder zurück nach Hause wollte. Und ich suche den Weg. Und ich habe auch schon ein paar Mal über Sucht gesprochen. Auf meinem YouTube-Kanal hat es einige Videos dazu auch. Und ich suche mein Divine Design. Ich suche die Erfüllung. Ich suche die Leichtigkeit. Ich suche das Wohlfühlgefühl. Ich suche das Gefühl, dass alles in Ordnung ist. Ich suche das Gefühl, sich mir keine Sorgen machen muss. Ja. Und so komme ich zur Sucht. So komme ich zur Sucht. Weil ich da gefunden habe, was mich dorthin bringt. Was mir, ich habe eine Erlaubnisgeber gefunden fürs Divine Design. Alkohol, Zigaretten, Sex. Alles, was ich im Übermaß brauche, um ins Divine Design zu kommen, alles, was ich im Übermaß möchte, weil ich eben sonst den Weg noch nicht gefunden habe ins Divine Design. That's it. Genau das gleiche mit Zwängen. Ich habe mir irgendwann mal eingeredet, die Welt ist in Ordnung, wenn ich meine Zwänge befriedige. Wenn alles ist in Ordnung. Ein Zwang ist meistens eben ein Ordnungszwang, ein Waschzwang. Ein Sauberheitszwang, etwas, ein Zwang, wo ich die Sachen gleich haben muss, immer gleichgelegt haben muss, wo ich gleiche Abläufe brauche, wo ich unflexibel bin. Das sind alles Zwänge. Und diese Zwänge sind nichts anderes als kleine Erlaubnisgeber für einen Sprung im Divine Design. Wenn das in Ordnung ist, dann ist alles in bester Ordnung. Wenn meine Sachen stimmen, wenn alles aufgeräumt ist, wenn ich gut gewaschen bin, dann ist an mir kein Fehler mehr. Dann bin ich gut genug. Dann bin ich im Divine Design. So einfach funktioniert das. So einfach. Und wenn wir das durchschauen und wenn wir das kapieren, dass alles so funktioniert. Es funktioniert alles so. Ich möchte ins Divine Design. Und ich weiß aber als Mensch, mit meiner menschlichen Logik, mit meiner menschlichen Weltanschauung, mit dem, was ich als Mensch weiß und verstehe, weiß ich es nicht besser. Aber die Grundintention ist divine. Von jeder Sucht und jedem Zwang. Weil ich möchte ins Divine Design. Ich möchte, dass es in Ordnung ist, wie ich lebe. Ich möchte, dass es in Ordnung ist, wie ich bin. Ich möchte, dass es in Ordnung ist, was ich denke. Ich möchte, dass einfach die Sachen in Ordnung sind. Das sind die Zwänge. Wenn ich einen Zwang befriedige, bin ich endlich in Ordnung, ist mein Leben endlich in Ordnung. Ich habe ein gewisses Gefühl von Sicherheit und dieses Gefühl von Sicherheit bekomme ich, wenn die Dinge in Ordnung sind.
Es ist doch so einfach, wenn ich die Sachen mal durchschaue. Es ist doch so einfach. Und wenn ich dann sehe, dass eigentlich viele Dinge, die ich ablehne, an anderen, weil an anderen sehe ich es ja so ganz gut, dass andere das machen oder dass andere so sind oder dass sich mal andere so verhalten, kann ich einfach wirklich sagen, ja, es ist dein Versuch, ins Divine-Sein zu kommen, weil du es nicht besser weißt. Und deswegen ist es so wichtig, dass so viele Menschen hier wirklich das Wort ergreifen und sagen, du kannst bedingungslos ins Divine-Sein. Du bist. Du bist bedingungslos divine. Bedingungslos. Es gibt nichts. Es gibt nichts zu erfüllen, was du erfüllen musst. Deswegen gibt es auch keine Zwänge. Und deswegen musst du auch nicht suchen. Und deswegen brauchst du auch keine Sucht. Sondern du musst es dir einfach nur erlauben. Und erlauben kannst du es dir, wenn du es verstehst. Wenn du den Unterschied zwischen Human Design und Divine Design verstehst. Wenn du verstehst, wie komme ich von H nach D. Nicht von A nach B, sondern von H nach D. Dann kannst du es einfach machen. Einfach jeden Moment. Jeden Moment. Aber dazu muss dein Verstand verstehen, wie das Ganze funktioniert. Weil dein Verstand ist auf Logik aufgebaut. Und er holt sich die Logik, die er kriegen kann. Also liegt es an dir, dass du ihm eine Logik präsentierst und immer wieder präsentierst und immer wieder gibst, dass er dich automatisch im Divine Design hält oder dir erlaubt, wieder da reinzuspringen. That's it. Es ist eigentlich so simpel, wenn dieses komplizierte Human Design nicht wäre, das immer darauf bestehen würde, dass es recht hat, dass es richtig ist und dass es doch der richtige Weg ist oder dass es doch den richtigen Weg gibt oder dass es doch den richtigen Moment gibt oder dass es doch den richtigen Zeitpunkt gibt. Aber dass es immer jetzt ist. Und dass es immer der richtige Zeitpunkt ist, dass es immer der richtige Moment ist, weil jetzt ist ja immer nur jetzt. Das haben alle irgendwann mal gehört, aber kapiert haben es weniger und tatsächlich umsetzen und danach leben und sich daran zu orientieren, das tun noch viel weniger. Weil wenn das so klar wäre, dann wird auch niemand mehr warten. Ja? Dann wird auch niemand mehr warten. Weil Warten ist das absolut Unlogischste. Im Divine Design kann es überhaupt kein Warten geben. Das ist unmöglich, wenn alles schon da ist und wenn es immer nur jetzt ist, dann gibt es im Divine Design diese Vokabel Warten, gibt es gar nicht. Dann ist es immer jetzt, es ist immer in Ordnung, es ist immer gut. Und da kann man vielleicht eine neue Vokabel dann ersetzen und sagen, okay, ich brauche nicht mehr warten, was heißt denn? Jetzt ist alles gut, jetzt ist alles da, jetzt ist alles in Ordnung. Jetzt bin ich perfekt, jetzt bin ich in meiner Perfektion. Und es ist so einfach, Leute, es ist wirklich so einfach. Ich kann euch nicht öfter sagen, dass es so einfach ist. Das Schwere ist nur das Umsetzen, das Schwere ist nur diese Transformation, das Neulernen, das Schwere ist nur, dass du dein ganzes Leben lang das einmal eins so gelernt hast, dass einmal eins eins ist. Und einmal eins oder das einmal eins zwei ist. Irgendjemand hat dir erzählt, einmal eins ist zwei. Und jetzt erzähle ich dir, dass einmal eins aber eins ist. Aber deine ganzen Rechnungen, deine ganzen Zusammenhänge, deine ganzen Rückschlüsse, deine ganzen Annahmen, die basieren aber darauf, dass einmal eins jetzt mal eins ist. Aber in Wahrheit ist es halt zwei. Stell es mal vor. Das ist alles umrechnen. Nichts würde mehr stimmen. Nichts, was du jemals gedacht und geglaubt hast, keine Zusammenhänge, keine Rechnungen, keine Analysen mehr, die würden stimmen, wenn du merken würdest, deine Grundlage, deine Foundation ist falsch. Also einmal eins, dass du so auswendig gelernt hast und so gut anwenden kannst und dich immer wieder bemühst, besser zu werden in diesem einmal eins, das auch alle kennen, dieses verflixte einmal eins, jeder kennt. Und jeder sagt dir, was richtig ist und jeder sagt dir, was falsch ist und plötzlich von allerhöchster Stelle, von allerhöchster Schöpferstelle die Information. Sorry, du warst auf dem Holzweg und daraus sind ganz, ganz viele Holzwege entstanden. Sorry, du hast was ganz, ganz Falsches geglaubt. Du bist nicht dieses Menschelein und dieses Menschelein braucht auch nicht irgendwie warten, braucht auch nicht auf Zeichen hoffen, braucht auch nicht auf Wunder hoffen, sondern dieses Menschelein ist das Wunder, das Wunder kreiert. Und zwar bedingungslos, zeitlos. Jeden Moment. Und jetzt fängt es an, wenn du das weißt, wenn du das wirklich weißt, nicht glaubst, sondern weißt,
Wenn du das weißt, dass es so ist, fängt es an, dass du einfach wirklich jedes einmal einzeln lernen musst. Dass du jede Rechnung neu anschauen musst. Das heißt, jeden Zusammenhang musst du neu anschauen, jeden Rückschluss musst du neu anschauen, weil alles basiert auf dem alten Zeug, das du dir geglaubt hast. Aber es ist nicht wahr. Du bist weder beschränkt oder eingeschränkt. Es gibt weder Limite. Es gibt weder irgendetwas an dir auszusetzen. Es gibt nichts, was du noch erreichen musst. Es gibt nichts, was dir noch fehlt. Außer das Wissen, wer du wirklich bist. Und in dem Moment, wo du das wirklich weißt, wer du bist, fängst du an, umzurechnen, fängst an, neue Rückschlüsse zu ziehen, fängst du an, dich neu zu sehen, fängst du an, die Welt neu zu sehen, fängst du an, neue Dinge zu wollen, fängst du an, neue Wünsche zu haben, fängst du an, einen neuen Lifestyle zu wollen, dann willst du tatsächlich plötzlich das Paradies auf Erden, weil du weißt, dass es möglich ist. Und weil du weißt, dass es keinen Grund für Krankheit gibt und es gibt auch keinen Grund für Armut, es gibt keinen Grund für gar nichts, was wir nicht haben wollen. Es gibt es einfach nicht. Im Divine Design ist Fülle angesagt. Und deswegen ist ja auch so lustig, oder? Dass wir zueinander sagen, oh, du bist so arm, Oma, du armer Mensch, oh, du bist aber arm, du bist aber arm dran, oh, bist du arm dran. Das heißt nichts anderes übersetzt, oh, du bist im Human Design. Ja, du bist im Human Design. Oh ja, du bist halt gerade im Human Design. Okay. Ja, so einfach wäre es. Und dann sagt dir einer, oh, du bist gerade im Human Design. Oh Scheiße, ich bin gerade im Human Design. Ich könnte ja eigentlich im Divine Design sein, weil das ist mein Zuhause, das ist meine Wahrheit, das ist meine Wahrhaftigkeit. Also ich spring mal. Also ich spring mal. Einfach bedingungslos. Und schon ist alles anders. Schon ist die Welt anders. Schon ist das, was um mich herum passiert, anders. Schon ist meine Ausgangslage anders. Schon ist meine Zukunft anders. Schon bin ich anders. Schon sind meine Beziehungen anders. Leute, ich kann es euch nur sagen. Es gibt einen so einfachen Weg. Es gibt den Weg, den dein Innerstes weiß. Denn dein wahrhaftiger Seinszustand, wenn es dein höheres Selbst, was auch immer, kennt, dein Divine Design. Hör auf, dir Zeit zu verschwenden, um Human Design zu verstehen, um entweder diese ganzen Zusammenhänge zu verstehen, um Psychologie zu verstehen. Du musst im Prinzip nichts verstehen, wenn du verstanden hast, dass es nur darum geht, dass du entscheidest, wer du bist und was du willst und dass dir alles zusteht. Und dass du entscheidest, wie es ist, wenn dir alles zusteht, wenn alles wirklich aus der göttlichen Bedingungslosigkeit zu dir herkommt. Dann brauchst du eigentlich nichts zu verstehen. Der Verstand steht dir im Weg, weil er da rumversteht. Er will nur rumverstehen. Und mit dieser Rumversteherei frisst er dir Zeit, nimmt er dir Lebensqualität, nimmt er dir Erlebnisse weg. Wie viele Erlebnisse hast du dem schon geopfert, weil du Zeug verstehen wolltest? Warum ist der so? Warum behandelt der mich so? Warum klappt es nicht mit meinem Job? Warum ist das nicht? Warum ist das nicht? Die Antwort ist immer die gleiche. Weil du jemand bist, der es nicht hat. Weil du jemand bist, der es nicht lebt. Weil du jemand bist, der im Human Design ist. Das ist die Antwort. Mehr brauchst du nicht zu verstehen. Und wie schön ist es doch, wenn du endlich verstehst, warum du nichts verstehen musst. Und das die ein Coach erklären kann, warum die Dinge so sind. Wie schön ist es, wenn du jetzt endlich mal die ganzen Antworten bekommst, die du brauchst, um dann irgendwann mal keine Antwort mehr zu brauchen, weil du es grundsätzlich verstanden hast, weil das ein Prinzip ist, das du verstanden hast. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da wart, schön, dass ihr mir zugehört habt, schön, dass ich euch inspirieren darf, aber umsetzen müsst ihr selber. Ich werde euch im Ultramind den Container geben, in dem ich euch begleite, in dem ich euch anschubse, in dem ich euch den Raum und den Rahmen gebe. Aber tun müsst ihr es immer selber. Jeder muss es immer selber machen. Und in dem Moment, wo er aufhört, es anders zu machen, wie er es bisher gemacht hat, sondern neu machen, kommen die Ergebnisse. Und die Ergebnisse heißen dann vielleicht Wunder. Aus der Human Design Perspektive heißen die Ergebnisse, die du bekommst im Divine Design, heißen Wunder. Im Divine Design ist es normal. Deswegen spreche ich auch nie von Wunder. Und es passieren so viele sogenannte Wunder in meiner Welt und auch bei meinen Coaches und in meinen Programmen. Aber es ist doch normal.
Das ist doch normal, das ist doch die logische Konsequenz. Wenn ich im Divine Design bin, dann lebe ich Wunder. Und dann brauche ich auch nicht mehr von Wundern sprechen, oder? Das ist wie wenn ich Geld habe, dann brauche ich nicht mehr von Geld sprechen, dann habe ich es halt einfach. So einfach ist es. Also, Happy Sunday, ihr Lieben. Ganz, ganz schön, dass ihr mir zugeschaut habt. Ich sehe Jennifer, ich sehe Margret, ich sehe Alexandra, Tamara, Gabriele. Grüße euch ganz, ganz herzlich und bis bald. Tschüss.